Moin Moin Seekraus-Freunde, willkommen zurück auf dem Seekraus-Kanal, dem Infotainment-Portal rund um World of Warships, und heute haben wir folgende Themen für euch. Sind insgesamt 4 Stück, Kampfaufträge zum Wochenende, ein Event gibt's auch, dann ist die Witcher Time Premium Store und wir haben die Vladivostok, die wir euch ein bisschen näher bringen wollen, auch als 3D-Modell. Fangen wir direkt mit dem ersten Thema an. Kampfaufträge im Februar. Wie auch letztes Wochenende schon, ist noch bis zum 27. Februar ein Discount eingerichtet für T9-Schiffe, und zwar auch für die permanenten Tarnung der T9-Schiffe. Die T9-Schiffe kosten 15% weniger Credits in-game, und wenn ihr eine permanente Tarnung für T9-Schiff haben wollt, ist die 50% günstiger zu bekommen. Als nächstes Thema oder als nächsten Punkt gibt es Sail, Strike und Win Runde 2. Das heißt, von heute, dem 15. Februar, bis zum 27. Februar habt ihr die Chance, hier Aufgaben zu erfüllen. Und am Ende der ganzen Aufgaben, jede Zwischenaufgabe hat hier schon so ein paar Belohnungen. Am Ende gibt es nochmal 1000 Kohle obendrauf. Was müssen wir genau machen, um hier erfolgreich zu sein? Ihr müsst hier 1000 Bänder zusammen erarbeiten und bekommt dann 10 mal Verbrauchsmaterial Schadensbegrenzungsteam. Alle Aufgaben sind erfüllbar mit T5 bis T10 Schiffen. Unternehmen, Zufall, Koop und gewertete Gefechte sind möglich. Und die Aufgaben bauen aufeinander auf. Ihr schließt Teil 1 ab und könnt damit dann Teil 2 erfüllen. Da müsst ihr 75 Flugzeuge abschießen und kriegt dann 20 Signalflaggen November Foxtrot. Und wenn ihr diese Aufgabe erfüllt habt, bekommt ihr dann Teil 3. Da gibt es dann darum, 10 Bänder bei der Treffer einer Zitadelle zu bekommen. Also die schwarzen Dinger 10-mal. Dann bekommt ihr defensive Flugabwehr, auch nochmal 10 Verbrauchsmaterialien. Das ist dann jeweils die Premium-Variante. So, und zum guter Letzt, wenn ihr den dritten Teil erfüllt habt und die ganzen Sachen hier mitgenommen habt, gibt es eben 1000 Kohle. Nächster Punkt ist dann Fly, Strike and Win, nicht zu verwechseln mit Sail, Strike and Win. Ja, das ist dann hier die Fliegerei ist wieder am Start. Seit 13. Februar gibt es die nächste Phase. Und da könnt ihr dann auch wieder einiges mitnehmen. Tarnmuster, Credits, Kohle, Elite-Kapitäns-EP und so weiter. Ihr müsst dann einfach immer diese Missionen und Direktiven jeweils erfüllen. Und darunter gibt es dann immer ein paar besondere Sachen für euch. Und die nächste Sache sind dann natürlich die täglichen Aufträge, die jetzt am Wochenende für euch anstehen. Es gibt wieder November Echo Set 7 Signale und Zulu Hotel, ja, und bis zu 400 Kohle, wenn ihr alle Aufgaben erfüllt. Am 16., also am morgigen Samstag, dann das Verbrauchsmaterial Reparaturmannschaft 2 12-mal und 400 Kohle in Summe, wenn ihr alle Aufgaben erfüllt, und am 17. das Signal Victor Lima 12-mal und auch 400 Kohle, wenn ihr alles zusammen fertig gemacht habt, also alle 6 Abschnitte. So, das ist der Punkt, was es dann in Events an diesem Wochenende gibt. Wie gesagt, Sail, Strike und Win und die T9-Schiffe, das ist vielleicht für den einen oder anderen besonders interessant, weil Kohle kann man immer gut gebrauchen und es sollen ja demnächst auch noch ein paar Kohleschiffe ins Arsenal kommen. Der nächste Punkt ist dann Event zum Wochenende. Und zwar das Event Lasst die Fahnen wehen. Das Event geht vom 15. Februar bis zum 18. Februar. Und ihr müsst euch hier oben anmelden und dann hier auf Teilnehmen drücken, damit ihr da an dieser Ausschreibung sozusagen mit teilnehmt. Und zwar könnt ihr, wenn ihr besonders häufig viele Signale setzt, hier richtig absahen. Es geht nämlich darum, dass ihr immer pro 15 gesetzten Signale eine Gewinnchance bekommt. Zählen tun immer T5 bis T10 Schiffe, egal welcher Stufe, also welcher Klasse besser gesagt. Also Zerstörer, Kreuzer, Schlachtschiff und Flugzeugträger sind möglich. Und ja, zählt eben alles, was ihr einsetzt, vom Freitag 0 Uhr 1 oder 001 sozusagen bis 18.23 Uhr 59. Also der Montag zählt da sogar noch mit rein. Für jede 15 Signale gibt es eben eine Gewinnchance, bei 30 2, bei 45 dann 3 und so weiter und so fort. Und dann wird durch Zufall gewählt. Die Preise sind pro Konto einmal limitiert, das heißt, ihr könnt maximal einmal gewinnen. Und ihr könnt, also es werden 50 Gewinner gezogen für die Massachusetts und es werden 3000 Gewinner gezogen für Tarnung. Ja? Und das sind eure Möglichkeiten dann sozusagen. Hier wird das Schiff hier nochmal vorgestellt. Und ihr müsst einfach bloß immer
hier auf den Teilnehmen-Button drücken, weil sicherlich sehr viele von euch da draußen Signalflaggen benutzen. Und das ist eine nette Nebenbei-Geschichte, die man einfach mal mitmachen kann. Vielleicht habt ihr ja die Massachusetts noch nicht im Hafen und könnt sie gut gebrauchen. Und wenn ihr sie im Hafen habt, dann bekommt ihr dafür, soweit ich weiß, zumindest Dublonen. Und das ist ja auch immer ganz nett. So, das ist das zusätzliche Event, was am Wochenende sozusagen startet. Und der dritte Punkt ist dann die Wichita. War lange drauf gewartet, endlich ist er da. Premium T8 Amerikaner mit 203 mm Kanonen, 15,8 Kilometer Reichweite wird das Schiff haben. Eine sehr gute Erkennbarkeit, also relativ weit runter skillbar auf 9,5 Kilometer. Und viele andere Sachen. Ich werde mich bemühen, euch dieses Schiff vorzustellen. Ich kann es euch zu dem jetzigen Zeitpunkt noch nicht versprechen. Aber ihr kennt unsere im Trockendock-Folgen, wo wir dann wieder super ausführlich auf alles eingehen. Irgendwelche besonderen Sachen, die das Schiff hat, werden wir euch zeigen. Auch die Abprallwinkel und so weiter, werden wir überall drüber sprechen. Also, erstmal nur die Info. Es gibt ja drei Pakete dafür, verschiedene Preiskategorien, so wie ihr das bei World of Warships schon kennt. Ja, und dann gibt es noch eine andere Aktion, die habe ich eben fast euch unterschlagen. Und zwar hier das Quiz. Das könnt ihr nochmal mitmachen, beziehungsweise wenn ihr nicht an Quiz teilnehmen wollt, sondern nur die Flagge haben wollt, einfach hier einloggen, auch darauf achten, wenn ihr schon dieses Flaggen-Event hier mitmacht und da auf Teilnehmen drückt, dann drückt auch hier auf Teilnehmen, die Flagge abholen, dann gibt es die Valentinsflagge und dafür müsst ihr keine Aufgabe erfüllen, dafür müsst ihr einfach nur die Flagge abholen. Ne? Das ist also auch nochmal eine Sache, die solltet ihr unbedingt dann mitmachen, wenn ihr ja, die Flagge noch nicht habt. Gut. Kommen wir gleich zum vierten Punkt. Und der vierte Punkt ist dann die Vladivostok. Da ist das 3D-Modell, was ich euch zeigen möchte. Und ich möchte ein ganz bisschen auf die Werte eingehen. Die russischen Schlachtschiffe werden ja inzwischen schon von den Community-Kontributoren auch getestet und gefahren und teilweise auch vorgestellt. Ich habe die Chance aktuell noch nicht. Und darum nutze ich hier eben die 3D-Modell-Varianten. Und es ist eben ein T8-Schiff der russischen Marine. So soll es ins Spiel kommen oder wird es jetzt aktuell getestet. Es hat jetzt aktuell 73.600 Trefferpunkte, wird 18,9 Kilometer weit schießen. Es hat am Ende drei Türme mit drei Rohren, 406 mm. Zwei Türme sind vorne angeordnet, ein Turm ist hinten angeordnet. Kann man schlecht sehen. Das wurde hier irgendwie überarbeitet, dieses 3D-Modell, dass du hier nicht mehr so dich frei mit der Kamera bewegen kannst. Ist ein bisschen schade. Aber gut, kann man die ändern. Ne? Ja, dann ist es sehr, sehr schnell. 29 Knoten, 960 Meter ist der Wendekreis. Ruderstellzeit ist ebenfalls recht niedrig für ein T8-Schiff. 13,7 Sekunden, das ist jetzt der B-Rumpf, den ich euch da gerade näher bringen möchte. Oberflächenerkennbarkeit liegt standardmäßig ohne Buffs bei 15,48 Kilometer. Was kann man zur Hauptbatterie sagen? 180 Grad Drehzeit, also von ganz links nach ganz rechts sozusagen, sind es 30 Sekunden. Und die Nachladezeit beträgt hier aktuell 33 Sekunden. Auch hier ist derselbe Sigma wie auf allen anderen Schiffen bei den russischen Schlachtschiffen wiederzufinden. Sigma 1.7. Also nicht sonderlich genau, um es mal so auszudrücken. HE-Granate ebenfalls 41% Brandwahrscheinlichkeit. Alpha-Damage liegt dann bei 5850 Punkten. Ganz angenehmer Wert. Und dann haben wir den AP-Schaden hier mit 12.950 Trefferpunkten angegeben. Ja, was ganz schön reinhämmert, ne? Aber sind halt auch 406 mm, die da durch die Luft sausen. Das ist das, was man aktuell dazu sagen kann. Einen weiteren Punkt bei den Verbrauchsmaterialien kann man nochmal erwähnen, damit ihr da auch, wenn ihr die vorherigen Vorstellungen nicht gesehen habt. Das Schadensbegrenzungsteam als Besonderheit wird bei diesem Schiff begrenzt sein. Also ihr könnt es nicht wie bei allen anderen Nationen unendlich einsetzen. Also außer bei der Oktoberrevolution. Das heißt, ihr könnt zwar sehr schnell hintereinander einsetzen, habt das aber nur bis zu viermal. Also mit dem Inspekteur dann vielleicht fünfmal. Ja, aber das ist eben diese Sache. Es ist 20 Sekunden lang aktiv und hat einen Cooldown von 40 Sekunden. Also alle 40 Sekunden könnt ihr so ein Ding da reindrücken. Dazu habt ihr natürlich eine Reparaturmannschaft, die eine ganz normale Reparatur von diesen 0,05% hat von euren Trefferpunkten oder 0,5%, Entschuldigung, also den Standard-Heal pro Sekunde. Und dann gibt es natürlich noch das Überwachungsradar, was auch wieder speziell ist. Also ihr habt da zwar eine relativ große Reichweite, nämlich 15 Kilometer ist euer Überwachungsradar aktiv und ihr deckt aber nicht Zerstörer und Kreuzer auf, sondern ihr deckt ausschließlich Flugzeugträger und andere Schlachtschiffe auf. Das ist das besondere Radar der Russen sozusagen. Das war noch nicht
so fein ausgerichtet, dass kleine Zerstörung kleine Kreuzer finden konnte. Und deswegen haben sie eben nur Flugzeugträger und Schlachtschiffe anzeigen können. Nein, Quatsch, Spaß beiseite. Es ist eine neue Facette sozusagen, die hier ins Spiel integriert wird. Auch dieses Schiff erinnert mich wieder so ein bisschen an die Nelson, obwohl hier vorne halt eben keine drei Türme drauf sind, sondern nur zwei. Ja, und ich glaube, dass, die Grundvorlage dafür war Projekt 23, was da so ein bisschen die Grundvorlage für dieses Schiff in World of Warships gab. So, und das war's schon mit der Flaschenpost. Diesmal eine extrem kurze Version, 10 Minuten nicht mal, also nicht mal ganz, so nicht mal ganz 11 Minuten, Entschuldigung. Ja, und ihr seid jetzt schon wieder auf dem aktuellen Stand zum Wochenende. Ihr habt alle Aufgaben gesehen, die es jetzt am Wochenende gibt. Ihr habt die Widgeter ganz kurz gezeigt bekommen sozusagen. Sie ist im Store. Ihr müsst selber entscheiden, ob ihr sie kaufen wollt oder eben nicht. Und wir haben euch über die Vladivostok hier einmal ein bisschen aufgeklärt. Ich würde mich freuen, wenn ich euch wieder ein bisschen über die Straße helfen konnte, über das Wasser zu gehen sozusagen. Und über euer konstruktives Feedback, eure Daumen, euren Abo und eure Weiterempfehlung, wenn es euch denn gefallen hat. Wenn es doch wieder erwarten nicht so sein sollte, schreibt mir gerne in die Kommentare, was euch nicht gefallen hat. Dann können wir hier unser Konzept ein bisschen anpassen, überdenken, ob wir das in Zukunft mit einbauen wollen oder eben nicht. Oder ob wir es beherzigen wollen, was ihr uns auch immer dann da konstruktives in die Kommentare schreibt. Ich danke für eure Zeit, ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir hören und sehen uns hier wieder auf dem YouTube-Kanal, demnächst im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Danke für eure Zeit, bis dahin, ciao, ciao, euer Maracha, euer Seekreuz-Team. Ciao, ciao. Seekreuz.